Hallöchen und schnurzlich willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist in einer neuen Aufnahme heute wieder. Ja, wie man sieht, in der letzten Folge haben wir Bakura geplättet, sogar mehrfach. So ein bisschen enttäuscht gewesen. Und ja, es ist bisher ziemlich einfach gewesen, bis halt auf die Tatsache, dass Yami-Yugi extrem scheiße ist. Und jetzt kommen wir zu ein paar weiteren Kämpfen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in der letzten Folge schon das Deck angepasst habe. Ich glaube, wir haben da ein bisschen was eingekauft. Ich weiß das gar nicht mehr. Und ja, wir machen halt jetzt einfach mal weiter. Als Thea, Tristan und Joey erwachten, dachten sie, Yugis Duell gegen Bakura war nur ein Traum. Ich habe geträumt, dass Bakura völlig am Spinnen war. Ich auch. Letztes Mal, dass ich mit du Duellkarten unter meinem Kopfkissen schlafe. Ja, gut geschlafen, Jungs. Ah, Bakura, tut mir nicht weh. Plötzlich hörte das Team einen Schrei aus dem Wald kommen. Das klang wie Mai. Das Team rannte durch den Wald auf eine Lichtung und sah einen sehr großen Duellanten Mai besiegen. Bye, bye, Vögelchen. Meine Harpyien, sie sind weg. Ich glaube, du meinst eliminiert. Genau wie du. Jetzt gib mir all deine Sternchips, du Loser. Mai, bist du in Ordnung? Gibt der Freak dir eine harte Zeit? Wett? Das ist richtig. Genau wie Pegamus. Wie Pegamus. Genau wie Pegasus mich bezahlt zu tun. Den ganzen Duelldreck auf der Insel auszurotten und entsorgen. Alter, dieses Deutsch. Macht das dich nicht zum Müllmann? Das ist kein Witz. Panik ist einer der Insel-Eliminatoren. Und wenn ihr hier nicht weggeht, wird er euch mit euch genau das Gleiche machen, was er mit mir gemacht hat. Schaut ihren Duellantenhandschuh an. Nicht einen Sternenchip übrig. Du bist aus dem Turnier draußen, Mai? Ich bin. Es ging alles so schnell. Die Art und Weise, wie Panik sich duelliert. Ich habe einfach verloren. Ha. Sie war eine meiner leichtesten Opfer bis jetzt. Panik schubste Mai auf den Boden. Du Widerling, es gibt keine Entschuldigung, ein Mädchen zu schubsen. Ich habe schon mit einer Menge von Tyrannen im Leben umgehen müssen. Und ich fürchte, es gibt nur einen Weg, mit ihnen umzugehen. Du musst ihnen gegenübertreten. Ich möchte sehen, wie du deine Einschüchterungstaktik gegen mich versuchst, Panik. Ich bin nicht einfach zu erschrecken, vor allem, wenn ich für meine Freunde eintrete. Yugi, hä? Muss mein Glückstag sein. Pegasus hat ein großzügiges Kopfgeld für den Eliminator versprochen, der dich besiegt. Glaubst du, er würde etwas mehr Geld dazu werfen für eine Körperverletzung? Ich wette alle Sternchips, die ich habe, um Mais zu gewinnen. Da fehlte das Apostroph zwischendrin. Oh, er freut sich über Mais. Ist ja geil. Das ist ein Deal. Wenn du gewinnst, werde ich dir alle 8 Sternchips geben, da deine Wette für mich keinen Unterschied macht. Was meinst du? Was ich damit meine, kleine Yugi, ist, wenn du dich gegen Panik duellierst, setzt du viel mehr als nur deine mageren Sternchips. Ich kann die Angst wachsen in deinen Augen sehen. Ich glaube, du fängst an, in Panik zu geraten. Bist du fertig, Rauch zu blasen, Panik? Das letzte Mal, dass jemand den Mut hatte, so mit mir zu sprechen, brach ich ihn in zwei. Lass uns jetzt duellieren. Ich will meins. Alter, das Deutsch, es überrascht mich immer wieder aufs Neue. So, da bin ich mal gespannt, was der so drauf hat. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Und wir fangen sogar als Erster an. Das ist super. Einzelmodus, eine Runde. Gut. Haha, was sehe ich denn hier Wunderschönes? Ist aber, glaube ich, nur bis zu einer. Ja, nur für eine Runde. Gut. Nehmen wir doch gleich mal das da. Was anderes habe ich leider gerade nicht. Alter, was? Was haben wir denn hier? Geflügeltes Ungeheuer. Falls dein Gegner zwei oder mehr offene Monster mit derselben Eigenschaft kontrolliert,
kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Ach so, das ist ein Tribut. Da ich nicht weiß, was für wundervolle Karten der da hinten drin hat, schlage ich vor, ich greife einfach mal so an, um abzuwägen, ob der irgendwas Böses hat. Ja, gut. Alles klar, macht nichts. Das macht nichts. Wir haben unseren schwarzen Anhänger dann für die nächste Runde. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, ein Monster zu setzen. Nein! So ein Scheiß. Alter, was macht der da drüben? Gut. Einmal das. Und einmal das. Ja. So, Schnucki. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich durchkomme. Du Wichser! Das darf nicht wahr sein. Hä? Wo? Was? Warum hat der jetzt... Achso, wegen der Karte, ja. Na, wundervoll. Deswegen hatte der die vorhin auch nicht aktiviert, diese Drecksau. Ui. Ja, oh, super. Oh, bist du schlau. Bist du schlau, weißt du, diese hohe Verteidigungskarten hier einfach mal rüberzusetzen. Sehr schlau. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal einen auf schlau machen. Gib mir mal das da. Und dann gib mir mal das da. So. Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich, was ich mache. So. Einmal den. Tschüss. Das gebe ich mir auch mal. Einmal das. Und einmal das. Tschüss. Naja, war vielleicht aber doch ganz gut, dass ich in der Runde vergessen habe, ein Monster zu beschwören, weil sonst hätte ich jetzt nämlich drei Monster verloren gehabt vorhin. Eine Karte aktivieren. Ach nee. Ich möchte diese Karte... Na gut, wobei... Da haben wir wenigstens eine Karte weg. Oh. Dunkle Spiegelkraft. Wenn der Monster deines Gegners, verbanne alle Monster. Ach so, in Verteidigungsposition, genau. Ohoho. So, zack. Spiegelkraft, das ist fies. Das ist eine richtig fiese Karte. Na? Alter, zwei? Was soll der Scheiß? Das ist schon wieder so eine Karte, die wo eigentlich nur einmal erlaubt ist. Was soll das denn, ey? Langsam regt mich das echt auf. Also wenn die da irgendwie... Wenn die da mal irgendwas gedreht haben dran, ne? Dass da jetzt halt mal zwei erlaubt sind statt nur eine oder so. Ich finde das zum Kotzen. Tut mir leid, also. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Das war, solange ich das gespielt habe, nur einmal erlaubt. Genauso wie Schwarzes Loch, schwerer Sturm und keine Ahnung was noch alles. Also ich finde es doch schon dezent asozial, ganz ehrlich. Möchte ich oder möchte ich nicht? Ah nee, ich heb das mal auf. Tja. Daneben. Ach guck, da können wir doch eher das nehmen. Tschüss. Aber mit dem Angreifen tue ich mal ganz bestimmt nicht. Ich brauche ein bisschen Verteidigung. Ich habe ja jetzt mal wieder keine Monster da.
Wähle ein Monster auf dem Spielfeld. Ich kann kein Monster wählen, da wähle ich ja mein eigenes. Nö. Da warte ich noch. Geil, der hat auch nichts. So, jetzt packen wir das. Na gut, wenn der das angreift, hat er ja auf jeden Fall eins draußen. Von daher, vielleicht kann ich ihn so ein bisschen aus der Reserve locken. Ich möchte nämlich ungern mein Verteidigungsmonster hochdrehen, weil das hat halt so viele Punkte. Was haben wir denn hier Schönes? Falls diese Karte auf dem Spielfeld durch einen Karteneffekt zerstört wird, kannst du ein Erzunterwäldlermonster wählen. Oh ja, gut, das ist ein ganz stinknormales, gutes Teil. So. Huch, warum hat der... Ach, wegen Yummy, glaube ich, ne? Wegen Yummy. Alles klar. Sehr nice, sehr nice. Ja, der ist schon etwas anspruchsvoller als Yami Bakura. Was hast du für komische Karten, Alter? So. Ach, gucke mal. Da kann ich doch eigentlich... Komm, hier. Tschüss, Menschenfresserkäfer. Hallo, Säbelkäfer? Ja. Bitte, bitte, bitte komm durch. Einmal kam durch. Und... Na bitte, geht doch. Warum nicht gleich so? Warum muss ich mich immer so aufregen? Ist das ätzend. Niemand besiegt Panik. Niemand. Yugi, du warst unglaublich. Dein Millenniums-Puzzle hat mehr Macht, als wir dachten. Yugi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier, diese Sternchips gehören dir. Nimm sie. Es tut mir leid, aber ich kann sie nicht akzeptieren. Ich kämpfe meine eigenen Schlachten. Mai, Yugi riskierte sein Leben in diesem Duell für dich. Ich weiß, aber es hat keinen Sinn zu streiten. Sie ist viel zu dickköpfig. Aber wenn sie lieber von der Insel weggebracht wird, ich nehme sie gerne. Glaubst du, es ist lustig, dass ich meine Sternchips verloren habe, Joey Wheeler? Ich dachte, du willst sie nicht, Mai. Gib sie zurück. Natürlich kannst du sie haben, sie sind dir. Wirklich, Joey? Hast du nichts von diesem Duell gelernt? Du kannst nicht immer deine Abwehr halten, weil sie wird nur zwischen dir und den anderen Menschen kommen, die versuchen, deine Freunde zu sein. Was? Was ist das für ein Über... Ich habe den Sinn von diesem Satz irgendwie gerade nicht verstanden. So kannst du nicht dein Schild unten lassen? Nur dieses eine Mal? Hä? So, neues Kampagnenduell entriegelt. Die Stunde der Wahrheit. Neu umgekehrt Duell entriegelt. Panik. Deckavatar entriegelt. Ach, wer will den denn schon? Neues Deckrezept entriegelt. Neue Herausforderung entriegelt. Neues Boosterpack. Ja, wir können wieder einkaufen. Signaturkarte. Schloss der dunklen Illusionen. Gelb glänzender Schild. König von Yami Makai. Siegespunkte 1300. Boah, doch so viel. Sehr nice. Ist sehr nice. Nee, ne? Das ist nicht euer Ernst. Nein, ich will nicht. Ich will nicht gegen Yami Yugi antreten. Das ist scheiße. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Wie viel? 1400. Ah ja, da können wir ein bisschen. Was gibt's denn da Schönes? Krafthand von Koaki Mayo? Befreiung? Biete ein Gerfried. Ach, der Gerfried. Stimmt, an den erinnere ich mich noch. Gorgons Auge. Und interessant, Hamburger Rezept. Mit dieser Karte wird hungriger Burger beschwören. Das ist, ach, noch ein Ritual. Was haben wir hier? Zerstört alle Zauber- und Fallenkarten auf deiner Spielfeldseite. Erhöht deine Life Points. Alter, was? Jeder Effekt fügt dem Gegner dieselbe Menge Schaden. Ja, jeder Effekt, der deinen Gegner Life Points erhalten lassen würde. Ach, das ist wie diese Simochi-Allergie, ne?
Oh, by the way, der hatte doch die Axt der Verzweiflung drinne. Oh, das ist natürlich auch nice. Wenn eine Fallenkarte aktiviert wird, zahle 1000 Lebenspunkte, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre sie. Das ist natürlich auch ganz schick, weil der Unterschied ist zum Beispiel zum Staubtornado, dass der eine Fallenkarte zerstört, einfach nur ohne irgendwas. Und wenn es zum Beispiel eine Fallenkarte ist, die du die ganze Zeit schon aktivieren konntest und die keine permanente ist, und dann wird die trotzdem aktiviert und dann hast du praktisch diesen Staubtornado umsonst verbraten. Bei diesen Werkzeugen allerdings wird die Karte wird das verhindert, dass die aktiviert wird. Also in dem Moment, wo dann zum Beispiel die aktiviert wird, wenn zum Beispiel der Gegner eine Fallgrube hat, du beschwörst das Monster, dein Gegner aktiviert die Fallgrube. In dem Moment aktivierst du das hier, wenn du so gesetzt hast, und dann kannst du damit die Fallgrube verhindern. Wenn der dann allerdings die Fallgrube spielt und du aktivierst den Staubtornado, zerstört er zwar die Karte, aber der Effekt wird trotzdem noch aktiviert. Das ist halt der kleine Unterschied. Also es ist auf jeden Fall immer cool, eine dabei zu haben. Und was haben wir denn hier? Goblin-Lock-Einheit. Ich habe eben Goblin-Locken-Einheit gelesen. Schädelsuchender Ritter. Kann nicht als Spezialbeschwörung während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, falls ein Monster-Effekt aktiviert wird, bietet diese offene Karte als Tribut an, annulliere die Aktivierung und falls du das tust, zerstöre es. Das ist nice. Guckt mal auf die Angriffspunkte. Immer treuer Goblin. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann die Kontrolle über diese Karte nicht wechseln. Ah, ist auch interessant. Das ist wieder ein Opfervieh. So, einer kann ich noch. Ach, da haben wir wieder so eine. Die kann man eigentlich auch mitnehmen. Letzter Tag der Hexe. Alle offenen... Achso, zerstöre alle offenen Windstoß. Du kannst diese Karte aktivieren, wenn ein oder mehrere von deinen Zauberkarten durch einen Effekt kontrolliert zerstört wird. Zerstöre eine Zauber... Alter, da brauchen wir aber viel Glück. Falls du keine Fallenkarten in deinem Friedhof hast, wähle zwei Monster auf dem Spielfeld, zerstöre die gewählten Ziele. Interessant. Gut, Deck ändern. Ja, das hätte ich ganz gerne. Ich hatte irgendwo... Komm, da kann man die eine mal wacktun vor allem, weißt du, wacktun. Wo ich denn... Wo habe ich denn das... Ah, hier. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir die drei. Gefühltes Nashorn. Menschenfresser. Ach, da kann man eigentlich das rausnehmen. Ich hatte nämlich noch mehr. Ich weiß jetzt leider Gottes nicht mehr, ob das Effektmonster waren. Ich glaube schon. Zwischen 12... So. Da ist er. Nee, das ist er nicht. Ach Quatsch, ich hab's verkehrt gemacht. Entschuldigung. Filter. Nein. Komm. Alter, jetzt. Höher als 2. Niedriger als 1000. Hier. Kleiner, größer als, kleiner als 2, kleiner als 7. Ist das nervig. Das ist eine echt bescheuerte Filtermöglichkeit. Das ist eine echt bekloppte Filtermöglichkeit. Meine Herren. Vier bitte.
Wo haben wir es denn? Hier. Ach, da haben wir es doch. Das gute Stück. Was haben wir hier? Was? Während jeder deine Endphase zerstöre diese Karte, sei denn du legst ein Eisenkern von Kaimal von deiner Hand auf den Friedhof. Ah, das ist eine heftige Dingens, ja. Ja gut, das reicht eigentlich auch, ne? Da kann man eigentlich hier wieder ins Wegtun. Da kann man die eigentlich wegtun. Dass es halt nicht zu viele Karten sind. Gut, das haben wir auch. Dann hätte ich noch ganz gerne die Falle drinne, die wo ich rausgezogen habe. Hier. Da ist sie doch. Ach, mein Ohr juckt. Ah, Moment. Oh. Gut. Gut, 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 gut. Ich hoffe, da haben wir genug. So. Dann bleibt uns leider nichts anderes übrig. Mir graut es jetzt schon vor, ernsthaft. So, aber wir tun uns das in der nächsten Folge an und bis dann. Tschüss.